Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 28. Mai 2019. Endlich kann ich etwas Fröhliches berichten. Unserem lieben Stein, der sich verbreiten mag, hat einige kostenpflichtigen Abmahnungen verschickt. Rechtlich gesehen ist es alles in Ordnung. Ich bin nicht die Einzige, die damit betroffen ist. Die ganze Angelegenheit habe ich einen Fachanwalt übergeben hier in Palma, und er ist Spezialist auf IT-Recht und bringt die ganze Angelegenheit in Ordnung. Unter anderem überprüft auch Ihre Seite. Und damit fühle ich mich befreit von dieser ganzen Angelegenheit und bin ich in vollem Vertrauen, dass alles geklärt wird. Das war eine kurze Information, weil ich möchte euch nicht damit beschäftigen. Ich selbst will ich auch nicht mehr mit ihr beschäftigen, aber ich werde weiterhin berichten in Facebook. Wenn ihr das verfolgen möchtet, dann besucht auf meiner Seite unter Dendera Medici. Und jetzt zu diesem Tageshoroskop nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen auch. Sie berücksichtigen auch die Präzession, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Es gibt vier Grundelemente, auch in indischen Astrologie, allerdings bei tibetischen ist es anderes. Sie haben die fünf Elemente übernommen von chinesischen Astrologie. Aber wir bleiben auf den vier Grundelementen. Und das sind die Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Die Tierkreiszeichen habe ich ausgelegt, wo Energie fließt. So ist es viel überschaubar. Und ich starte mit dem Feuerelement, mit Widder. Widder symbolisiert Neuanfang, auch Begeisterung, Kraft und Mut, etwas Neues starten. Und hier bewegt sich Venus. Natürlich hat das einen Einfluss auf unserem Liebesleben. Außerdem beruflich, wenn wir künstlerisch, kreativ arbeiten. Auch bei Selbstständigen wirkt Venus, weil Venus steht für Selbstständigkeit. Und Uranus wirkt auch hier im Widder und bringt Umbrüche und Veränderungen. Venus ist eine weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Und wir Frauen stehen in Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben. Wir zeigen gerade auch Kraft und Mut und setzen wir etwas in Bewegung. Schütze gehört auch zum Feuerelement. Hier bewegt sich Saturn und Pluto. Außerdem die absteigende Mondknoten Ketu und aktiviert karmische Themen. Und Ketu steht in Verbindung mit Vergangenheit. Genau in diesem Punkt befindet sich Saturn und Pluto. Saturn und Pluto sind auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun, aktiviert hier karmische Themen. Und wir brauchen eine Neuorientierung und Schütze zeigt das auch. Und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell heißt, da sind unsere Wünsche. Also das sollen wir folgen, als Ziel setzen und das nicht aufgeben, weil daran liegt auch die Lösung. In Erdeelement
In Tierkreiszeichen Stier haben wir gerade auch Bewegung, also einen Einfluss von Tierkreiszeichen Stier. Und das zeigt uns erstens die Monatsthemen, weil hier ist die Scheinbewegung, die Sonne in Tierkreiszeichen Stier. Warum Scheinbewegung? Weil Grunde genommen bewegt sich unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Trotzdem sollen wir das so annehmen, weil tatsächlich wirkt das auch auf unserem Leben. Also diese Sonnenenergie, diese Sonnenkraft hat schon einen großen Einfluss und das ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und aktiviert Monatsthemen. Und das ist gerade die Stierenergie und das heißt die Ruhe bewahren. Etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen, das befestigen, aber nicht festhalten. Außerdem sollen wir um die Finanzen kümmern. Dann kommt die Merkur-Energie dazu, das sind die Verhandlungen. Und Terminen und Verträgen, das in Ordnung zu bringen, aber mit einer absoluten Ruhe. Jetzt übergehen wir auf die Luftelement und hier haben wir Einfluss von Wassermann und von den Zwillingen. In Wassermann bewegt sich Neptun und Mond. Bei Sonnenaufgang befindet sich Mond noch in Wassermann. Aber im laufenden Tag übergeht Mond dann in Tierkreiszeichen Fischen und wirkt auf unserem Alltag. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen großen Einfluss auf unseren Tagen und beeinflusst unsere Gefühle. Also durch diese Mondbewegung kommt gerade ein Wechsel. Bei Neptun-Energie handelt es sich um unsere Träume, unserem Träumeleben und Neptun belehrt uns daran zum Glauben, das zu vertrauen. Aber vorsichtig sein, wenn jemand versucht etwas erzählen, dann sollen wir bei Neptun-Einfluss schon überlegen, ob das wirklich die Wahrheit entspricht oder ist es nur ein Märchen. Mond ist bei Sonnenaufgang hier in Wassermann, dann übergeht in Fischen und wirkt in den kommenden Tagen in Tierkreiszeichen Fische. Mond fühlt sich auch sehr wohl in Fischen, weil Mond beeinflusst unsere Gefühle und die Wasserelement steht für die Gefühle. Also wird hier der Gefühlszustand sehr stark aktiviert. Auch unserem Intuition. Aber noch zurück zum Luftelement, weil wir betrachten noch die Zwillinge. Hier bewegt sich Mars und die aufsteigende Mondknoten, diesen Drachenkopf Rahu. Und das ist für die Männer sehr wichtig, gerade eine Orientierung. Vielleicht muss einige Dinge erstmal ausprobieren und dann bestimmen, welche Richtung soll das weitergehen. Und zurück zum Mondenergie, also hat hier einen Einfluss auf unseren Tag. Und Mond befindet sich im Mondhaus Purvapadra und dieses Mondhaus wird von Pegasus beeinflusst. Pegasus ist ein Sternbild im Himmel und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda ist die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und sie haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres, was nichts anderes ist als Neptun. Neptun herrscht allerdings hier bei Fischen. Also die Meeresjungfrauen haben sich bei Poseidon beschwert
und er schickte ein Seeungeheuer in diesem Königreich, ein Walfisch. Und dieser Walfisch kam auch an, sollte Cassiopeia bestrafen, aber dieser Walfisch dachte, ja, warum musste ich das machen, was er sagt, ich mache, was ich will. Und dieser Walfisch nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und Andromeda hat Angst gehabt. In die Nähe war Medusa, die Furchterregenden, mit ihren Schlangenhaaren. Es wurde erzählt, dass jede, der Medusa erblickt, bekommt Angst. Und dann ist unbeweglich wie ein Stein. Und das ist der Kopf der Medusa. Hier ist Medusa sichtbar. Andromeda hat auch Angst gehabt. Dann kam Perseus. Und Perseus befreite Andromeda. Das ist die Begegnung zwischen Andromeda und Perseus. Und die beiden haben sich verliebt. Und dann, Perseus tötete Medusa. Und in diesem Moment wurde von Medusas Körper Pegasus geboren. Und Pegasus ist diese geflügelten weißen Pferd. Und das war die Befreiung von dem Mutterleib, aber auch symbolisch die Befreiung von Angst. Und die beiden Liebenden, Perseus und Andromeda, sind mit diesem Pferd dann davon geflogen. Das ist die Geschichte dazu, das sind alle Sternbilder im Himmel. Auch Cassiopeia, das ist die Weh im Himmel, ist sehr gut zum Erkennen. Dann auch Perseus, auch Andromeda, auch der Walfisch und auch Medusa. Skorpion. Hier bewegt sich Jupiter und hier bewegt sich unser Planet Erde. Und hier manifestiert sich etwas. Bei Jupiter-Energie handelt es sich um die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Bei Jupiter haben wir auch mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, wobei Jupiter ist gerade rückläufig. Also das ist etwas gebremst momentan. Die Verbindungen. Sonne und Mars steht in einer guten Verbindung. Sonne symbolisiert oft der Vater und Mars der Sohn. Das kann auch eine gute Verbindung sein zurzeit zwischen Vater und Sohn. Aber Sonne zeigt auch die Wahrheit und die Klarheit und Mars die Handlungen. Merkur und Venus steht auch in einer guten Verbindung, Glück bei Verträgen oder ein Liebesnachricht. Und jetzt zu diesem I Ching-Symbol. Dieser I Ching-Symbol bedeutet Erfolg. Zeigt sich auch hier die Sonne. Kommt die Wahrheit ins Licht. Oder wir haben Erfolg, wenn wir etwas Neues starten gerade. Und dieses Bild zeigt die tibetische Astrologie mit Symbolen. Nach außen brauchen wir Verbindungen. Und wir sollen etwas in Harmonie bringen. Kann auch eine Versöhnung sein. Wir brauchen die klärenden Gespräche, weil das führt dazu, dass mehr Ordnung kommt. Und auch einen Erfolg, eine langsame Verbesserung oder Wachstum. Und dieses Symbol bedeutet, wir sollen geduldig sein. Wir sollen Ausdauer zeigen. Und wir brauchen die praktischen Vernunft. Wir sollen Zuverlässigkeit und Verantwortung übernehmen und behalten unsere gut bewahrten Methoden. Ein Buch zum Lesen oder ein Buch zum Kaufen hat heute eine Bedeutung. Kunst, Kreativität unterstützt uns auch.
Und Natur hat auch eine Bedeutung, weil es gibt uns Kraft, wenn wir rausgehen in Natur. Es wirkt hier die Metallelement. Und das bedeutet Konzentration, Klarheit, Zielsetzung, innere Stärke. Er sitzt auf dem Wasser und das heißt, die Kraft kommt von innen. Und wir sollen auf unseren Gefühlen achten. Und das heißt, von Angst loslassen. Genau das, was hier diese Geschichte auch zeigt. Medusa, Perseus und Pegasus. Das ist eine Geschichte, was uns erzählt und das hat eine Bedeutung, dass wir von Angst verabschieden sollen. Die Zahlen zeigen auch etwas. Die heutige Tagesenergie steht in Verbindung mit Jahrgang 1961. Die Glückszahl ist die Zahl 9 in Feuerelement. Und das bedeutet, wenn da Einschränkungen sind oder versucht jemand Grenzen setzen, dann nicht davonlaufen, nicht aufgeben, sondern brauchen wir die Feuerelement, die Kraft und Mut, uns zu behaupten und weitermachen. Die Fokus ist die Zahl 3 in Wasserelement. Die innere Ruhe bewahren, die inneren Harmonie und von diesem inneren Kraft heraus entsteht etwas Neues. Und Schicksalszahl ist die Zahl 6 im Metallelement, die Vergangenheit aufklären, aber auch abschließen, davon befreien. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.